So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren knackigen Threegather der ehemaligen Johto Raider, die jetzt logischerweise dank Pokémon Rubin Edition in die Höhen Raider umbenannt worden sind. Ja, und dieses Mal geht's natürlich, wie ihr lesen konntet, Pokémon Rubin durch die Höhenregion. Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es uns allen dreien am besten gepasst hat, auch in so Projekten und so weiter, habe ich noch nie Let's Played. Ich hatte mal Saphir gehabt, irgendwann mal vor 2-3 Jahren, inklusive, was hatte ich noch? Smaragd hatte ich auch jetzt vor kurzem. Und das war's, aber Rubin hatte ich noch nie und dementsprechend haben wir uns dann kurz darauf geeinigt. Außerdem werden wir jetzt den ersten Part pünktlich zum einjährigen Jubiläum unserer tollen, ich habe hier diesen komischen Regenbogen YMCA-Style Rahmen, pünktlich zum einjährigen Jubiläum des ehemaligen Gold Threegathers auf den 24.12. geeinigt. Und ja, ich habe es angekündigt und es ist letztendlich auch so gekommen. Und fangen wir einfach mal an. Keine Ahnung, ich habe es einfach so lange herbeigesehnt. Ich erzähle einfach gleich noch mehr dazu. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Burke. Und je... Nee, was? Scheiße. Aber jeder nennt mich nur Pokémon-Professor. Oder Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Und die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Ja. Wir sind natürlich, Markus hat mich darauf hingewiesen, ich sollte nicht den Fehler machen, ein Mädchen zu nehmen, sonst hackt er mir den Kopf ab. Mache ich eigentlich gerne, weil es irgendwie lustig ist. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den Jungen und Roland heißen wir nicht, Daniel heißen wir nicht, Helge um Gottes Willen heißen wir nicht, Jan heißen wir nicht. Wir haben einen äußerst innovativen Namen. Wir heißen einfach, im Gold Together hießen wir TGN, jetzt heißen wir hier einfach TGN, yeah, wir sind alle bei TGN verlinkt. Also wir sind alle über die gepartnert, ist unser Netzwerk und dementsprechend heißen wir auch wieder hier so. Denn es hat sich ja an der Tatsache nichts geändert. Jetzt habe ich es. Du weißt. Nee, du heißt TGN. Du weißt, TGN geht auch. Und du bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor. Ich erwarte dich dort. Gut. Das war jetzt eigentlich auch das Einzige, was ich hier gelesen habe, weil der Rest ist völlig uninteressant. Und ich wollte jetzt erstmal den Leuten erklären, was ist überhaupt ein Threegather? Manche kennen es vielleicht, andere wiederum nicht. Ein Threegather ist einfach so wie folgt aufgebaut. Wir sind drei Let's Player, dementsprechend noch der Name Threegather. Und jeder von uns dreht einen einzelnen Part. Und es geht dann immer in einer bestimmten Reihenfolge so. Ich drehe jetzt beispielsweise den ersten Part und laut Reihenfolge, die wir vorher festgelegt haben, dreht Markus dann den zweiten Part. Heißt also, den zweiten Part werdet ihr nicht hier bei mir auf dem Kanal sehen, sondern bei Markus auf seinem Kanal. Und Dark Markus, nachdem er sein Video gedreht hat, seine 15 Minuten, 20 Minuten, dreht dann Fokker sein Video und wir schicken halt immer wieder den State rum. Zudem sei gesagt, dass wir nicht wissen, was die jeweils beiden anderen und unseren oder in den Videos gemacht haben, weil wir hier diese Videos im Voraus aufnehmen. Ich kann euch jetzt mal anhand dieses Beispiels verdeutlichen. Wir haben jetzt Mittwoch, den 5. Dezember, 18.11 Uhr PM. Ja, genau, PM, also hier 18.11 Uhr. Und ich werde den State dann gleich direkt nach meiner Aufnahme an Markus weiterschicken, so dass Markus dann direkt den zweiten Part drehen kann, den er an Markus schickt. Und ich hoffe natürlich, dass wir 60% ungefähr bis zum 24. Dezember fertig machen. Und wenn wir das dann gemacht haben, sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten. Denn so haben wir es auch mit Geld oder Gold Threegather gemacht, so dass wir dann immer regelmäßig jeden Tag ein Video hochgeladen haben, auch wenn es da, glaube ich, einen Tag mal Probleme gab. Aber sonst haben wir immer regelmäßig ein Part pro Tag hochgeladen und ja. Ich verlinke einfach mal die beiden anderen Arbeitskollegen in der Beschreibung. Heißt also, wenn ihr bei denen vorbeischauen wollt, abonniert sie am besten, weil dann verpasst ihr auch kein Video ihrerseits. Okay. Also,
Wir sind jetzt hier in Höhenregion und das ist hier unsere gute alte Rivalin, die wir auch hätten sein können. Und sie sieht irgendwie sehr erotisch aus mit diesem roten Bandana, Gucci Bandana von Money Boy. Nee, das nicht. Aber ja, habe ich noch irgendwas wie bezüglich des Trigger das vergessen? Ich glaube eher nicht. Dazu sei gesagt, dass jeder 2 feste Teammitglieder ins Team integrieren kann, die man halt immer beliebig austauschen kann. Ein Teammitglied habe ich jetzt auf jeden Fall schon geplant. Und ja, was ich noch erwähnen kann ist, dass Markus keinen Plan von der Höhenregion hat. Heißt also, ja, ich bin ziemlich gespannt auf seine Episoden, also die im Nachhinein zu sehen natürlich. Und ja. Hilfe! Hey, du da drüben, bitte hilf mir! In meinem Beutel, du findest einen Pokéball! Ja, also das ist hier Professor Berg, der von einem schwarzen Pokémon namens Zwifchen verfolgt wird. Und jetzt können wir unsere Starter-Pokémon wählen. Also, es sei jetzt im Vorhinein schon gesagt, ich bin nicht so der Typ, der gerne das Starter-Pokémon im Team behält. Heißt, ich werde definitiv kein Starter-Pokémon hier im Team behalten. Wenn einer der beiden anderen das machen will, gerne, aber ich nicht. So, und ich nehme jetzt einfach mal Hydropi, weil ich immer der Typ bin, der die Wasserstarter nimmt. Und hier könnt ihr gerne mal auch eurerseits nochmal schreiben, was würdet ihr hier nehmen? Oder was ist euer Lieblingsstarter der dritten Gen? Bei mir ist es ganz klar Hydropi. Es ist weiblich! Weiblich, oh mein Gott, wie schlimm. Ich Sexist. Krass. Naja, eigentlich ja nicht, aber trotzdem. Wieso ist das weiblich? Ich habe eigentlich nur eine, das ist eigentlich nur eine Wahrscheinlichkeit von 12,5, glaube ich. Das ist weibliches und wir haben hier ein weibliches Hydropi. Verdammt. Ja gut. Bezüglich des Regathers, ich glaube, ich habe da jetzt wirklich nichts mehr vergessen, sondern alles gesagt. Hier, Professor Berg bedankt sich jetzt bei uns, dass wir ihm natürlich geholfen haben, den guten alten Berkey, und gibt uns ein Starter-Pokémon. Einfach nur, weil wir ihm geholfen haben. An dem Starter-Pokémon geben wir einfach mal einen Namen. Einen Namen, genau. Namen, Hydropi hat immer so eine Antenne auf dem Kopf, so ein Sensor. Und dementsprechend wollte ich es eigentlich Antennen nennen, aber das Weibliche nenne ich es einfach Antenna. Antenna, versteht ihr? Es gibt so eine türkische Band, die heißt Athena, ja. Ich bin Türke, by the way. Und jetzt will er uns hier mit seinem Töchterchen verkuppeln. Schwiegersohn gesucht, ja. Ja, okay. Mildes Wesen, nicht schlecht. In der dritten Generation wurden auch erstmals die Wesen eingeführt. Ein mildes Wesen beeinflusst jetzt beispielsweise den Spezialangriff um 10% und senkt dafür die Verteidigung um 10%. Also steigert den Spezialangriff um 10% und senkt die Verteidigung um 10%. Strategisch etwas sehr Revolutionäres, was auf das strategische Pokémon-Spielen sehr, sehr viel Einfluss genommen hat. Und ja, Speeden ist, by the way, jetzt in diesem Together erlaubt. Ich werde es, glaube ich, nicht so oft machen, also jetzt nicht am Anfang oder so. Aber ich schau einfach mal. So, was haben wir denn hier für ein Pokémon? Fifi, ein Antenna! Komm rein, du alle Sau. Okay. Ist schon nicht schlecht hier, Antenna, ne? Also, wisst ihr, ich habe aber auch immer irgendwie so Bedenken. Ich habe jetzt kein männliches Pokémon gesehen und ich möchte jetzt wirklich nicht sexistisch klingen. Aber das macht mir Sorgen. Sorgen in dem Sinne, dass diese ROM eventuell kaputt sein könnte. Ich hoffe natürlich nicht. Wo sind die männlichen Pokémon? Bitte, männliches Pokémon. Männliches Zigzags. Jawohl, okay, die ROM ist in Ordnung. Wir haben einfach nur ziemlich viel Glück gehabt mit einem weiblichen Hydropi, 12,5. Wisst ihr, immer wenn ich auch einen weiblichen Hydropi resette, kommt da keins. Und wenn ich keins will, dann kommt eins. Was ist das denn? Na, egal. Wie gesagt, ich werde Hydropi nicht im Team behalten. Aber ich habe da schon etwas sehr, sehr Interessantes für Markus geplant. Wir können uns natürlich gegenseitig auch hier Fallen stellen, uns gegenseitig missbrauchen auch. Er hat missbrauchen gesagt. Ach, nee, so meine ich das natürlich nicht. Aber ich habe jetzt auch eine Idee. Hab ich einen Trank irgendwo? Ich hoffe mal nicht. So, ich weiß auch schon, was ich dem guten alten Markus antun werde. Nee. Ja, Focke hat mir nämlich gesagt, Ricky, stell den Markus mal eine schöne Falle in Part 2 schon direkt. Ja, mache ich auch. Aber wäre das nicht ein bisschen böse? Ja, böse ist bei zweiter Vorder, war geil. So. Von dem kriegen wir, by the way, wenn wir ihn ansprechen, einen Trank. Das will ich jedoch nicht, weil
ja, ich will den Markus doch hier eine gute alte Falle stellen. Und dementsprechend bleiben wir jetzt einfach mal hier. Ein weiteres Zickzacks. Level 4 jetzt sogar. So, ich hoffe mal, das macht uns eine gute Menge an Schaden. Heule, ey, sylt uns doch nicht voll. Laber mir doch kein Kotelett an die Backe. Mach mal hier keine, wie hieß das? Keine fiese Matente, genau, machen wir hier keine fiese Matente. Hier, ich bin typisch Robotkind. Ich bin Robotkind. Ja, genau, wie ja, ist da. Okay. Wobei, soll ich so gemein sein? Ja, komm, ich trainiere jetzt einfach mal erstmal ein bisschen. Damit es auch mal ein bisschen realistische Chancen für Markus gibt. Und ich kann derweil einfach mal ein bisschen was erzählen. Zu meiner Person, ich bin Regi, ich bin 18 Jahre alt, bin Türke, wenn dieses Video hochgeladen wird, bin ich wahrscheinlich schon 18. Ja, ich habe nämlich... Ach, egal. Interessiert eh keinen, weil ich Geburtstag habe. Oder schreibt in die Kommentare. Haha. Nein. Aber... ja. Ich bin hauptsächlich Pokémon-Let's Player. Ich bin ein Pokémon-Champion, kann man wirklich so sagen. Ohne jetzt hier mal ein bisschen hier so aufmüpfig zu werden. Ohne hier ein bisschen anzugeben. Aber ja, kann man schon so stehen lassen. Und... ja. Gibt's sonst noch irgendwas, was ich im Together erwähnen muss? Nee. Ich glaube nicht. Abonniert einfach die beiden anderen, wenn ihr kein Video davon verpassen wollt. Wir werden dann täglich, denke ich mal, vom 24. Dezember an was hochladen. Und... oh, verdammt. Ja, was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe noch so viel Zeit. Und ich habe die perfekten Voraussetzungen jetzt, um Markus im Falle zu stellen. Ja, gut. Ich bleib einfach mal da. Und werde jetzt noch hier ein bisschen die Ortschaft zeigen. Wir betrachten einfach die Natur. Das ist zum Beispiel Rosalstadt, wo Dinge selten ihren Anfang nehmen. Ja, der Anfang fand nämlich in Wurzelheim statt. Trottel. Oh, warte, bitte nicht dort entlang laufen. Ich habe die Fußspuren eines seltenen Pokémon gesehen. Warte, bis ich fertig bin, sie abzuzeichnen, okay? Ja. Alles klar. Sehr interessant. Und was sagt ihr? Ich möchte eine Pause einlegen. Darf ich speichern mein Spiel? So, ich lasse mal zu dem... oh, ich komme gar nicht auf diesen YMCA-Rahmen klar. Ich dachte, das ist eine gute Idee, aber irgendwie irritiert mich das voll. Blümchen. Nein. Nein. Okay, der Rahmen ist schon besser. Passt auch perfekt zu Rubin. Hier nochmal TGN. Haben 3000 Poké-Dollar. 9 Minuten gespielt. Trainerpass von TGN. Passt eigentlich. So, dann sichern wir einfach mal das Spiel. So. Alles klar. Und, liebe Freunde, es wird langsam Zeit, dass wir uns in die Höhle des Bösen begeben. Also wenn Markus das schafft, ja, ich kann mir vorstellen, dass er das eventuell mit Lehmschelle Spam schafft. Ich würde an seiner Stelle die ganze Zeit Lehmschelle Spam und dann hoffen, dass er nicht ein einziges Mal trifft. Dürfte schwierig werden, aber es ist möglich und also. Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt. Oh, hi TGN. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen kleinen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Ah ja. Ah ja, wir brauchen Eier. Und genau jetzt würde ich mal sagen, heißt es Cut, Undercut, Uppercut. Ja, Markus, ich bin mal gespannt, wie du das regeln wirst gegen Pokémon-Trainer Maike. Und ich hoffe natürlich, der erste Part hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr den zweiten Part sehen wollt, den wird es dann bei Markus geben. Der wird dann bei Markus hochgeladen. Heißt also, abonniert ihn und Focker. Und mich seht ihr dann frühestens bei Part 4, ja genau, bei Part 4 wieder. Und ich muss jetzt auch ein Save State setzen, das mache ich mal jetzt so. Zack. Und, liebe Leute, haut rein, macht's gut und ciao. Und viel Spaß bei unserem Pokémon Rubin Together. Oh yeah.